Kennst du die Situation, dass du dich nicht entscheiden kannst? Du zermarterst dir das Hirn, du weißt nicht, was du tun sollst? In diesem Video geht es darum, wie du schneller bessere Entscheidungen treffen kannst, mit denen es dir dann auch noch gut geht. Bin mir sicher, du kennst die Situation, wo du wirklich nicht weißt, was du machen sollst, was richtig oder was falsch ist. Du zermarterst dir das Hirn, du hast eine Idee, du erzählst diese Idee irgendjemandem, dann kommen die, ja, aber Moment, du musst darauf nachachten, ja, und schon wieder fängst du von vorne an. Dann hast du die Situation, dass du dir einigermaßen sicher bist, kommt mit Sicherheit wieder irgendeine neue Information und alles wird über den Haufen geworfen. Also ist häufig so. Es gibt häufig so Situationen, du hast einfach nicht alle Informationen, die du brauchst, um hundertprozentig sicher sein zu können. Dir fehlen Informationen, weswegen du sagen kannst, okay, ich kann das machen oder ich kann das nicht machen. Gerade jetzt in der Situation mit den Rahmenbedingungen, die wir draußen haben, weißt du mit Sicherheit, von was ich rede. Es fehlen uns einfach exakte Informationen. Aber da brauche ich keine Pandemie, dass wir sowas erleben. Das ist häufig im Leben. Du musst eine Entscheidung treffen, obwohl du nicht genau weißt, was richtig oder falsch für dich ist. Du entscheidest dich für eine Ausbildung oder für einen Studienplatz, obwohl du nicht genau weißt, ob du in diesem Job nachher erfolgreich bist. Du entscheidest dich für einen Menschen, mit dem du zusammenleben möchtest, für einen Partner oder eine Partnerin, obwohl du nicht weißt, wie dieser Mensch sich in den nächsten 10 oder 20 Jahren entwickeln wird. Du machst eine Investmententscheidung, obwohl du nicht genau weißt, wirst du mit diesem Produkt wirklich am Markt Erfolg haben? Das hilft nichts. Wenn du so lange wartest, bis du es weißt, dann kannst du auch gleich die Frage ändern, nämlich nicht, ob ich mit dem oder jenem Produkt Erfolg haben werde, sondern ob ich mit diesem oder jenem Produkt Erfolg gehabt hätte. Weil dann ist es nämlich vorbei, dann macht es jemand anders. Wenn jemand anders mit einer Idee kommt und Erfolg hat, dann weißt du es. Wenn jemand anders damit scheitert, weißt du es auch. Der Witz an der schweren Entscheidung ist die Unsicherheit. Aber wie kannst du die Unsicherheit für dich irgendwie in den Griff kriegen? Was kannst du machen, damit das besser wird? Das Erste, was du tun kannst, wenn ich als Pilot unsicher bin, wenn ich als Pilot die Orientierung verloren habe, was mache ich? Ich muss navigieren. Wenn du navigieren willst, was ist wichtig? Das sind drei Dinge wichtig, oder? Das Erste, du musst wissen, wo du hin möchtest. Ganz banal. Du solltest wissen, wo du hin willst. Aber hey, mach einen Test. Frag 10 deiner Kollegen, Kolleginnen, 10 bekannte Freunde, sag mir mal, wie soll dein Leben in 10 oder in 15 Jahren ausschauen? Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden dir von den 10 Leuten 8 sagen, 15 Jahre, man muss doch heute froh sein, wenn es nicht schlimmer wird. Ja? Wir planen zwar einen Urlaub von 2 Wochen, aber die wenigsten von uns planen wirklich ihr Leben. Wie hätte ich es eigentlich gern? Wie möchte ich es haben? Ein Nami, von dem ich sehr viel gelernt habe, Randy Gage, der hat immer gesagt, you got to know how your perfect day looks like. Wie würde ich eigentlich gern leben? Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja diese Motivationszeug da, von, ne, was alle sagen. Aber was ich schockierend finde, ich habe Unternehmer, Unternehmerinnen, ich habe hohe Führungskräfte, Top-Manager, Managerinnen gefragt, wie soll dein Unternehmen, wie soll dein Bereich, deine Abteilung, deine Sektion, wie soll dieser Bereich in 5 Jahren ausschauen? Und wenn ich sowas frage, da kriege ich ganz häufig die Antwort, Herr Brandl, diese Frage, wie soll mein Bereich in 3 oder 5 Jahren ausschauen, Herr Brandl, die zeigt ja ganz eindeutig, dass Sie, Herr Brandl, von unserer Branche überhaupt keine Ahnung haben. Weil wenn Sie nur ansatzweise wüssten, mit welchen Problemen wir uns tagtäglich rumschlagen müssen, auseinandersetzen müssen, dann wüssten Sie auch, dass wir froh sind, wenn wir 3 Monate in die Zukunft planen können, geschweige denn 3 Monate. Das ist doch irre, oder? Das ist vielleicht verständlich, klar, wenn dir alles um die Ohren fliegt und du wirklich gerade eine Krise überleben musst, klar ist es dann schwer, in die Zukunft zu planen. Aber ganz ernsthaft, wie willst du bessere Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin möchtest? Wie soll denn das gehen? Wie sollst du überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen, eine bewusste Entscheidung, wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest? Ich möchte dich jetzt nicht mit diesem alten Seneca-Spruch nerven, es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, wohin er segeln möchte. Ja? Du brauchst einen Plan, sonst wird das nichts. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter, nicht nur für Entscheidungen. Wir labern über Fachkräftemangel. Wir labern darum, dass junge Menschen zu schnell unsere Unternehmen verlassen. Ja, ist doch logisch. Ey, wieso sollte ein junger Mensch bei mir bleiben, wenn er das Gefühl hat, der Alte hat keine Ahnung, wo er langfristig hin möchte?
Wieso sollte der mir vertrauen, wenn die Leute das Gefühl haben, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin möchte? Das ist doch ein Schwachsinn. Du musst wissen, wo du langfristig hin möchtest. Nur so kannst du Entscheidungen treffen. Das Zweite, was du wissen musst, ist, wo du jetzt bist. Ja? Das Zweite, was du wissen musst, ist, wo bin ich jetzt? Was sind meine Ressourcen? Ja? Ich sage nicht, dass du nicht die wirklich coolsten, irrsten Dinge erreichen kannst, aber es macht auch Sinn, sich anzuschauen, wo stehe ich jetzt? Was sind meine Assets? Was sind meine Stärken, aber was sind auch meine Schwächen? Und damit komme ich zur dritten Frage. Wer bin ich? Was kann ich? In der Fliegerei ist es wieder leicht. Ich kann mir anschauen, okay, wie hoch kann mein Flugzeug fliegen? Wie schnell kann es fliegen? Wie viel Sprit habe ich im Tank? Also wie weit komme ich? Das kannst du als Mensch auch. Du kannst dir die Frage stellen, was sind wirklich deine Stärken? Was sind aber auch deine Schwächen? Und dann geht es nicht darum, so zu tun, als hätte ich diese Schwächen nicht. Es geht auch nicht darum, auf diesen Schwächen rumzuhacken, aber es geht darum, wirklich deine Stärken zu allokieren. So, jetzt hast du den ersten Rahmen dafür. Jetzt hast du den ersten Rahmen dafür, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst, indem du nämlich einfach das Ganze in einen Kontext bettest. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du weißt, wo du hin möchtest und wenn du dir jetzt eine Frage stellst, bringt mich das, was ich jetzt tue, dahin, wo ich hin möchte, dann fällt die Entscheidung schon viel leichter. Wenn du jetzt die Frage stellst, hey, wenn ich mich dahin entscheide, führt mich das leichter und schneller zu meinem Ziel? Oder wenn ich mich dahin entscheide, führt mich das leichter und schneller zu meinem Ziel. Häufig gehen wir nämlich den Weg des geringsten Widerstandes. Und das reitet uns dann in den Mist.